Ja, da kann man natürlich wahrscheinlich sehr lange über diskutieren und über reden, aber für mich persönlich, ich finde das etwas ganz Normales, dass er sich geoutet hat. Ja, prima und sehr gut, aber ich glaube, jetzt, wenn ich das so um mich herum höre, so das 2, 3 Tage und heute Morgen auch im Fernsehen, da sind dann 3, 4 Leute, die da über diskutieren, dann denke ich, ja, was gibt es zu diskutieren? Ich meine, er hat sich geoutet und Schluss. Ich kann mich jetzt auch outen, dass ich heterosexuell bin. Eigentlich ist das genau das Gleiche, ob du hetero oder homosexuell, für mich ist das völlig das Gleiche. Ja, es bleibt, glaube ich, auch kompliziert. Sehr, das bleibt es auch wahrscheinlich. Aber eigentlich ist das auch sehr schade, weil ich meine, ob du hetero oder homosexuell bist, ich meine, das ist etwas auch Menschliches. Das hat auch eigentlich nichts mit Sport zu tun. Und von daher finde ich, ja, aber wer bin ich? Ich finde es etwas ganz Normales und ja. Ja, erstmal riesengroßen Respekt. Ich glaube, da gehört ziemlich viel Kraft und Mut dazu, dass man das äußert. Fußball, klar, aber das ist immer ein Thema, wo nicht gerne gesprochen wurde. Aber ich glaube, ja, in seinem Privaten kann jeder machen, was er will. Und er hat sich jetzt auch dazu entschieden, das zu äußern. Und dann ist es absolut in Ordnung und man toleriert es. Und ja, dann ist es auch für mich in Ordnung. Der hat sich schon den Zeitpunkt ausgewählt und er denkt sich was dabei. Ich finde es gut und da sollte man einfach ihm das lassen und dann schauen wir mal, was dann passiert bei Olympia. Ja, das muss derjenige für sich entscheiden. Es ist klar, im Fußball vielleicht etwas anderes. Wann der Zeitpunkt ist, das muss dann jeder für sich entscheiden. Derjenige, der sich in dieser Situation befindet. Ja, wie gesagt, ich glaube, da werden noch weitere Diskussionen oder die werden weitergehen. Aber jetzt hat sich der Thomas Hitzlsperger geoutet und ja, vielleicht ist es auch ein Schritt in die richtige Richtung.